Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2016. Wir spielen gegen Lazio Rom und es ist ein bisschen was passiert über die letzten Tage. Nicht wirklich so viel, aber Catania hat seinen Trainer entlassen, Inter Mailand hat seinen Trainer entlassen und wir haben Jesus Lopez verliehen zu Ascoli Calcio und sonst ist nichts passiert. Ich habe ein bisschen an an den Ecken gearbeitet. Ich weiß aber nicht ehrlich, ob das funktioniert. Es ist halt das Manko bei mir, ich weiß. Costantini. Da ist Interesse. Paris, Barcelona, Real Madrid und Bayern. Bayern hat 1,1 Millionen geboten für unseren 17-jährigen Rechtsverteidiger. Der ist sehr gefragt. Ganz schön krass eigentlich. Der kam halt nur in die erste Elf, weil er halt, ja, weil Fiamozzi ein bisschen länger verletzt war. So als Backup und auf einmal jagt den halb Fußball-Europa. Ist schon sehr, sehr interessant. Ich hoffe mal, ich kann. Okay, deshalb werden wir das jetzt als erstes machen. Kriegst du nochmal 10.000 Bonus. Das nehmen wir raus. Nach 15 Spielen, sagen wir mal, kriegst du dann 7.000 und Freikaufklausel machen wir mal 65 Millionen und bei Abstieg 0 und ich hoffe, das nimmt er dann an. Das letzte hat er nämlich abgelehnt. Ja, noch nicht ganz. Machen wir hier 15, lassen 2-1. Nimmt er an, sehr schön. Damit dürfte sich das damit, wir haben schon. Ich habe schon aufgestellt und so. Damit dürfte sich das dann auch mit Bayern und so erstmal gelegt haben. So spielen wir und ich hoffe mal, dass es heute gut läuft gegen Lazio. Die sind schwer einzuschätzen. Die haben zuletzt gegen Frosinone gewonnen, dann haben sie aber vorher ganz schön scheiße gespielt. Und schwer. Balotelli halt vorne. Mané dabei, also das sind alles Spieler, da haben wir noch so ein kleines Trauma von, aber vielleicht können wir es ja heute gut machen. Ist auf jeden Fall keine schlechte Elf, sind momentan auf Platz 9, wenn ich das richtig im Kopf habe. Cataldi noch und ja, wir werden Balotelli. Vorne in die Manndeckung nehmen. Kandreva, Mané, würde ich sagen, Pressing und bloß gut spielen. Gegen Lazio. Mal schauen, stehen sie wirklich auf 9 oder sind sie hoch? Ja, durch dieses Unentschieden, aber vorher sind sie halt auf 9 gewesen. Also los geht's! Wir spielen heute mit Nongi, Castellano und Nyong auf der offensiven Dreierkette. Im Sturm ist Obsekovic, Bilic, Brunkmann auf der Doppel-6. Und Alihi ist Linksverteidiger. Bringt den Ball auf Nongi. Der könnte vielleicht gleich mal abziehen. Macht das auch, aber Chesney passt auf. Da gibt es keine großen Aufreger in den ersten 2 Minuten. Wäre natürlich schön, wenn wir hier gewinnen würden. Wird aber schwer gegen Lazio. Die letzten Spiele waren jetzt nicht so gut. Gegen Rom nur unentschieden. Da hätten wir unfassbar viel rausholen können. Und gegen Frosinone 2:2 war auch nicht wirklich geil. Also es war dann schon ziemlich enttäuschend die letzte Folge. Jetzt mal Balotelli. Der ist sehr, sehr gut bei Lazio. Kommt hier auch in den Strafraum rein. Bringt den Ball ziemlich schlecht nach oben. Ich mach mal entscheidend. Ich glaube, das war nämlich letzte Folge auch nicht richtig mit erweitert. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber wir werden es hätten sehen. Aber so eine Szene wie jetzt sieht man eigentlich sehr selten bei uns. Radu, Linksverteidiger heute. Langer Ball, anscheinend kein Abseits. Aber Balotelli hat noch einen ordentlichen Satz bis zum Tor. Probiert es trotzdem und Areola passt auf. Candreva wäre unten gewesen, hätte nur noch einschieben müssen. Gut, dass Areola da den Ball auch nicht abprallen lässt oder so. Lazio macht auf jeden Fall was. Also die machen schon mal viel, viel mehr als scheiß AS Rom in der letzten Folge, die sich dann nur noch hinten reingestellt haben nach der roten Karte. Wo wir dann gefühlt nach der roten Karte 20:0 Schüsse hatten. Zeko wird schon nicht so ganz im Spiel. Fiamozzi hat wohl wieder viel zu tun, macht das aber solide. Es ist halt nicht wirklich viel zu sehen von uns, was nicht gut ist. Am Ballbesitz, das ist in Ordnung. Pässe sind in Ordnung. Aber, ja, Lazio würde ich sagen, ist besser ins Spiel gekommen. Nach der ersten halben Stunde.
Gibt schon viele gelbe Karten. Das ist jetzt hier die fünfte. Da steht es 3 zu 2 für Lazio. Bei uns Jovanovic und Malihi. Fünf Minuten noch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, da passiert noch was. Nächste gelbe Karte. Wieder für Rom. Eine Minute kommt es oben drauf und es passiert wohl doch nichts mehr in dieser ersten Halbzeit. Es geht besser, Jungs. Klug spielen. Hinten gut stehen. Und dann wird das schon. Jetzt so zum Ende hin der zweiten Halbzeit sah es besser aus von den Stats her. Jetzt hat aber erstmal wieder Rom den Ball. Über Bilia. Die sind ziemlich weit aufgerückt gerade. Das könnte für uns jetzt eine gute Konterchance geben. Nongi muss rennen, muss mal sein Tempo zeigen. In der Mitte wäre Odžegović. Rückraum ist Bilic. Da ist Brugmann. Könnte auch nochmal durchlegen. Ah, bringt ihn auf Fiamozzi. Der kann ja gut flanken. Bringt den Ball aber in den Rückraum auf Brugmann. Den Ball gerade noch so vor Balotelli bekommt, zum Glück. Kann auch flanken. Und über Bilic mit Brugmann. Oh yes! Aus dem Nichts macht Gaston Brugmann das 1 zu 0. Sehr schön. Aber wirklich komplett aus dem Nichts. Ich dachte, ich spiele jetzt wieder so klein, klein, dann nochmal, vielleicht dann nochmal querlegen. Nein, einfach mal draufgebolzt. An Chesney vorbei. Sehr schön, Führung. Kann so weitergehen. Vielleicht reicht es ja für einen Dreier. Aber Lazio wird wahrscheinlich noch ein bisschen offensiver jetzt spielen. Und Nongi kommt nicht vorbei. Und vielleicht Alihi mit der Flanke. Mit dem Ball auf Bilic, der viele Bälle bekommt heute. Viele gelbe Karten auch in der zweiten Halbzeit. Jetzt schon eine. So, Jungs, bloß nicht scheiße bauen. Und durchstecken. Sieht es leider nicht. Also nochmal Alihi. Jetzt vielleicht mal Platz für Nongi. Nochmal zurückgespielt auf Alihi. Der muss jetzt direkt flanken. Macht es gut. Odžegović. Ding, ding. 2-0. Sehr schön. Neuntes Saisontor für unseren serbischen Neuzugang. Und hier läuft's. Super aus der Halbzeit rausgekommen. Geh nochmal zurück auf Alihi und die Flanke, die ist richtig gut. Weil natürlich auch schlecht verteidigt wird, muss man sagen, bei Lazio, aber hey, komm. Gut gemacht. Stunde ist um, haben jetzt auch eine halbe Stunde zu spielen. Brugmann 8,8. Aber Lazio ist halt auch mal für ein Tor gut, muss man halt auch sagen. So, jetzt haben sie doppelt gewechselt. Sie hat mich nämlich schon gefragt, wann sie denn mal wechseln wollen. Arda Turan kommt rein auf der linken Seite für Carlos Manet und Andrea Poli kommt rein für Marco Parolo. Da aber nur schwacher Fuß. Cataldi ist wichtiger. Der übrigens auch schon gelb hat. Bei uns drei Leute momentan gelb vorbelastet. Poli kommt nicht an der Alihi vorbei. Sehr schön. Nun, wohin? Auf Castellano. Unten wäre vielleicht Platz. Oder oben für Odžegović. Der hat aber noch viele Spieler vor sich. Und deshalb auch erstmal Bilic mit, der da gut immer absichert für Brugmann. Das funktioniert heute sehr gut. Brugmann hat da viele Freiräume, weil Bilic eben sehr viel abdeckt. Schön gemacht von Nyong. Muss den Ball jetzt in die Mitte bringen. Schießt leider direkt drauf. Glaube ich, ja. Chesney noch erwischt. So, neue Eckentaktik. Vielleicht funktioniert es ja. Also, Brugmann macht ihn. Kurze Ausführung. Da steht leider nur Poli. Izzo war sein Gegenspieler, also nicht unbedingt ein Duell, was Poli gewinnen muss. 22 Minuten noch. Und da kommt nichts mehr bei dieser Szene bei raus. Lazio, also jetzt langsam müssen sie mehr nach vorne machen. Für uns natürlich dann hoffentlich ein bisschen Raum für Konter. Poli. Unten wäre Platz. Balotelli läuft da schon los. Schön von Alihi. Aber auch schlecht gemacht von Poli, muss man sagen. Der hat schon den zweiten Ball einfach direkt in die Füße von Alihi spielt.
Zivic, unten. Genau, auf kommst du rein. Da wieder Gutmann mit viel Freiraum. Unten wäre jetzt Platz. Oder Ozegovic macht ihn selbst. 3-0. Haben uns anscheinend die Tore in der letzten Folge aufgehoben für jetzt, für Lazio. Ozegovic Doppelpack. 2-0. Und das auch komplett verdient. 13-6 Schüsse. Und eingeleitet von Brugmann sowie Castellano. Und schöne Ballmitnahme auch. Aber toll, der sieht nicht gut aus. Macht diesen Schritt nach links. Aber gut, ist schwer, ne? Wenn Ozegovic da zentral aufs Tor zuläuft. Was willst du da machen? Cataldi geht raus. Escudero kommt nochmal rein. Wir werden wechseln, werden ein bisschen Fitness reinbringen. Mancuso kommt rein für Nyong, der ein gutes Spiel gemacht hat. Und Losi kommt rein für Nongi, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Und den letzten Wechsel heben wir uns dann auf für die letzten 5 Minuten. Aber hier wird nichts mehr passieren. Wir werden dieses Spiel gegen Lazio gewinnen. Sehr wichtig, weil ich glaube, Lazio wird auch noch nach oben kommen. Wir werden jetzt mal Brugmann rausnehmen, der heute definitiv ein richtig, richtig starkes Match gemacht hat. 9,0. Genauso wie Castellano. Das war gut von unseren Jungs heute. Sah nach den ersten 20 Minuten gar nicht so aus, weil Lazio gut begonnen hat, fand ich. Und jetzt ist es vorbei. 3-0 gegen Lazio. Das ist eine ordentliche Leistung. Sehr schön, Jungs. Sehr schön. Ach, sehr gut. So, auf Platz 2 wieder hoch. Nach dem 20. Spieltag sieht es so aus. Ich habe euch, glaube ich, die ganzen anderen Ergebnisse gar nicht gezeigt. Sehen wir jetzt aber. Juve hat 2-0 gewonnen. Rom hat verloren gegen Sampdoria. Frosinone gewonnen mal wieder. Inter hat verloren, deshalb haben sie ihren Trainer getötet. Torino 5-1 gegen Porto Vecchietti, wo Manai getroffen hat. Und Sassuolo hat gewonnen. Das war schön. So, ich möchte den Jungs mal einen Tag freigeben. Auch wenn wir kein Spiel unter der Woche haben, haben sie sich eigentlich verdient jetzt nach diesem sehr guten Spiel gegen Lazio. Und das nächste Spiel ist dann gegen Sampdoria, die ja gerade gewonnen haben gegen Rom. Auf Platz 6 stehen die Jungs. Naja. Real Madrid, schlechtes Angebot für Costantini. Nö, würde ich eigentlich nicht. Pinelli leider momentan ein bisschen verletzt. Das ist uns wurscht, ist nur ein Gerücht. Und Alihi wird das nächste Spiel nicht mitmachen können, weil zu viele gelbe Karten. Da wird dann Gelladoni spielen, sind ja ungefähr auf dem gleichen Level die beiden. Wir haben Castellano, Brugmann und Jovanovic im Team of the Week. Völlig zu Recht. Sehr stark gespielt, die drei. Schön, dass Jovanovic auch mal wieder ein sehr gutes Spiel hatte. War sehr wichtig. Maldera. Oh. Shit. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Sowas sagen unsere Trainer so. Ja, nicht wichtig, nicht wichtig. Nee. Könnte vielleicht ganz gut sein, machen wir mal. Neuen Trainerstab mache ich am Ende der Saison, da wird dann noch sehr viel geändert werden, also da nehme ich mir wirklich sehr viel vor, dass wir da mindestens auf 4,5 Sterne in jeder Kategorie kommen, weil wir momentan halt schon wirklich gut dabei sind, also haben wir hier zum Beispiel bei Defensivspiel und beim Torhüter schon 4,5, aber es geht noch ein bisschen besser. Auch für die U18 und U20 soll noch ein bisschen was kommen. Da muss ich mir sowieso überlegen, was ich mache, weil ich dachte eigentlich, in der Youth League ist die U18 gemeldet bei uns. Es ist aber die U20. Ich möchte aber, dass die U18 eigentlich was wird. Aber ich kann es ja im Prinzip so machen, dass ich die U20 einfach nehme und das ist dann bei uns halt einfach dann die U18. Sprich, ich nehme jeden Spieler, der in die U18 kommt, sofort in die U20 und in der U18 ist dann halt gar keiner mehr. Da muss ich aber die ganzen Trainerverträge halt auch umswitchen. Das ist dann eher die größere Herausforderung. Ich wollte gerade Aufgabe und Herausforderung in einem Wort zusammen sagen. Ah, auch Paris möchte jetzt Cialdini haben. Den Pier Giorgio.
Es scheint schon guter zu sein, ne, wenn da so viele dran sind. Sollten wir vielleicht mal auch mit nach oben ziehen für so ein, zwei Spiele. 17 ist er, wird im September dann 18. Aber er muss halt ZM noch ein bisschen besser beherrschen. Naja. Oh nein. 4 bis 5 Wochen fällt Stojanovic aus. Heißt wohl, dass Tomolini ein bisschen mehr gefragt sein wird. Gleich ist dann schon Transferfenster zu Ende, also wir werden dann nichts mehr machen. Weil ganz ehrlich, sehe keinen Grund dazu, weil wenn wir jetzt sogar noch einen guten ZM dazu kriegen, müssen wir auch nicht mehr mal Kimento im Auge behalten. Und ich glaube für den Sommer, mal schauen. Ja, das machen wir dann noch. Das dauert noch ein bisschen langsam. Hat eigentlich Costantini jetzt endlich schon mal seinen Vertrag unterschrieben? Nö. Der, oder? Nö, hat er noch nicht. Müsst ihr dann bis 2022 unterschreiben? Oder? Ich meine ja. Danach übrigens der andere Genua Club. Torino gegen Rom heute und Bologna gegen Napoli am Samstag. Habe übrigens schon wieder längst vergessen, gegen wen es in der Euroleague geht. Napoli 1-1 und Rom hat schon wieder verloren. Alter. Ach, Celtic war es, genau, Celtic. Wird auch keine leichte Aufgabe sein. Vor allem schwer einzuschätzen, weil sie halt bei uns nicht spielbar sind und deshalb wissen wir nicht, wie sie so in der Liga sind. Aber ich nehme an, dass sie auch so gut spielen. Das war übrigens hier deren Gruppe, da haben sie nur gegen Paris. Gegen Paris haben sie gewonnen. Juve hatten sie 5 zu 1 verloren. Zagreb durchgesetzt. Aber daraus kannst du halt nicht so viel rauslesen, weil ich meine, das sind jetzt auch schon wieder 3 Monate oder so seit diesem Spiel. Und wir haben uns ja auch ein bisschen geändert seitdem. Choupo-Moting ist nicht dabei. Tonali ist gesperrt. Regini ist gesperrt. 6 Spieler nicht verfügbar. Okay. Wird wohl wieder relativ defensiv werden bei Sampdoria, die trotzdem aber wohl gut nach vorne spielen. So, wir werden nur eine Änderung vollziehen, sonst bleibt es genauso gleich, weil das hat mir sehr gut gefallen gegen Lazio. Und unser nächstes Spiel ist dann erst gegen Genua, dann haben wir ein Spiel unter der Woche gegen Napoli, dann Juve, dann wieder unter der Woche gegen Torino und dann ist das schon Celtic. Also danach wird es dann wieder langsam sehr happig und schwer. Wobei, da fällt mir ein, ich wollte gerade noch mal schauen, und zwar bei Costantini, weil der hat ja immer noch nicht seinen Scheißvertrag angenommen. Der hat nämlich nur einen Jugendvertrag. Ne? Ja, klar, ich meine, da steht ja Jugendvertrag. Das gefällt mir halt überhaupt nicht, wenn ich so ein bisschen dran denke. Dann mache ich mal, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich biete ihm gleich mal ein bisschen mehr. Weil wenn jetzt irgendein Verein ankommt und ihm einen Vertrag anbietet, dann kann er, glaube ich, sofort wechseln, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das ist mir ja schon mal passiert. Muss nicht nochmal sein, so als aber direkt zum Spiel. Gegen Sampdoria Genua. Also wir haben gerade gesehen, was war es? 5-3-2, die werden dann wahrscheinlich über Konter kommen. Mal schauen. Also 5-3-2, Fossum haben sie im Mittelfeld. Soriano auch sehr gut wahrscheinlich. Eder würde ich gerne mal in die Manndeckung nehmen. Wobei Pressing, ich weiß gar nicht. Und die Außenverteidiger halt. Dann sollte das passen und macht bitte so einfach so weiter wie gegen Lazio. Das war halt so geil. Auf geht's in dieses Spiel und es okay, schneit nicht, aber es fröstelt. Chandler haben sie als Rechtsverteidiger. Und gut geblockt von Ito. Also, weil das mit Costantini, das ist mir aufgefallen, als ich meinen privaten Save gespielt habe. Das ist halt auch meistens so, dass die Vereine dann schnell genug irgendwas anbieten wollen. Deshalb mache ich das jetzt immer so, dass bei den Youth Intakes erstmal schon was Fiamozzi macht. Schade, kommt nicht vorbei. Vielleicht, nein.
mache das gleich immer so, dass ich denen halt einen richtigen Vertrag anbiete, nicht nur einen Jugendvertrag. Dann sind sie meistens halt schon fest. Und dann halt auch nur die Guten. Deshalb wollte ich das jetzt lieber nochmal so machen. Weil wenn jetzt schon Bayern, Paris, Barca und so dran sind, oder Madrid, auch Ancelotti halt, die müsste man dann auch gleich, das mache ich gleich machen. Oder kann ich das jetzt noch machen? Schauen wir mal gleich kurz. Das soll man, glaube ich, auch noch machen. Gnadoni. Legt zurück auf Brugmann, der ein unglaublich gutes Spiel hatte gegen Lazio. Und erster Schuss, so kurz gucken. Ich meine, ich dürfte das auch können, Cialdini. Hier ist er, machen wir mal fix. Mitten im Spiel einfach Vertragsverhandlungen, geht natürlich auch klar. So, machen es so, so und so. Sehr schön. Bevor, weil da sind ja auch so viele interessiert, bevor da irgendein Shit passiert. Weil so kann man ja viel, viel mehr Geld rausholen. Vor allem möchte ich die Spiele eigentlich auch behalten. So ist es ja nicht. So, wir hatten unsere erste gute Chance. Milan führt Lazio 1-1 gerade gegen unseren nächsten Gegner, FC Genoa. Juve führt 2-0 gegen Frosinone. Und wir haben Freistoß Castellano. Kommt nicht durch. Guck mal, vielleicht zieht er mal ab. Nein, geht mal zurück. Oben ist ganz viel Platz für vier Mazzi. Kommt er vorbei oder kommt er nicht vorbei? Er nimmt lieber den sicheren Weg nach hinten über Brugmann, der nochmal zurückspielt auf Giamotti. Jetzt die schnelle Flanke rein. Am besten Ball kommt auf Castellano. Tor. 1-0. Sehr schön. War aber gut gespielt von unseren Jungs. So muss es halt gehen. Schnell spielen. Wenn auch kurz vorher nicht wirklich die Eier gehabt von Giamotti, aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, hat er wohl die Lücke nicht gesehen. Der Doppelpass ist dann halt perfekt mit Brugmann und die Flanke ist halt direkt genommen. Perfekt auf Castellano, der den Ball auch Volley reinschmettert. Seppe hat den Ball noch kurz, aber schlägt ihn sich eigentlich ein bisschen, ja, oder eher mehr rein. Udinese Calcio führt auch gegen Carpi. Durch Kone. Frosinone kommt eins ran. Führung für uns ist schön. Scheinen Eder auch momentan sehr gut im Griff zu haben. Kann so weitergehen. Also, Jungs, weiter so. Ich meine, das Tor war gut rausgespielt. Udinese Calcio 2-0. Evangelista, die sind ja richtig gut dabei. Einwurf für 4 Mozzi. Eine Stunde ist jetzt um. Lazio hat das Spiel umgedreht. 2-1. Nyong. Ah, Nyong muss eigentlich ablegen, macht ihn leider wieder selbst. Oh, ich mag das nicht. Leg doch einfach ab. Er muss nur in die Mitte legen. Da stehen halt so viele. Irgendjemand wird den Ball schon reinhauen. Ah. Oh ja, jetzt hat er sich verletzt. Muss auch direkt runter. Also es wird nichts Gutes sein. Mancuso wird reinkommen dann für Nyong. Und hoffentlich nichts Schlimmes für unseren französischen Außenstürmer, der ausgeliehen ist. Mancuso, gleichwertiger Ersatz, trotzdem muss nicht sein. Areola auch mal mit langen Hosen unterwegs. Jovanovic macht das Wetter nichts aus. Da ist Mancuso gerade erst reingekommen. 20 Minuten noch zu spielen. Schöner Ball auf Vucevic. Ja, viele Spiele gegen sich. Mancuso kriegt ihn nochmal, legt ihn hoch auf Nongi. Das war keine gute Variante. Ball bleibt bei uns, weil Bielik mal wieder sehr gut dasteht. Chance. Oben ist sehr viel Platz. Astina. Oh, schön gespielt auf Soriano. Der müsste mal runterlegen. Oh, starke Grätsche von Jovanovic. Aber unten ist Eder noch frei. Eder bekommt den Ball. Eder macht ihn rein. Und es ist anscheinend kein Abs. Es ist Abseits. Man hat aber jetzt lang gezögert, der Linienrichter. Junge, Junge, Junge. Gut für uns aber. Sah aber eigentlich auch schon deutlich nach Abseits aus. Correa kommt rein für Soriano. Palombo ging auch raus. Romagnoli kam als Innenverteidiger. Und Fossum geht raus für Torreira, der auch mal bei uns war.
Aber er mehr Sechser ist, deshalb müssen wir da nichts mit dem schwachen Fuß machen. 10 Minuten noch, ich werde Lusi reinbringen für Nongi, der heute nicht ganz so stark war, aber ja, ein paar Räume aufgerissen hat, immerhin. Juve 3-1 und hier gibt es 3 Minuten Nachspielzeit. Das Spiel sieht für uns jetzt gut aus. Es sind noch 30 Sekunden, das müsste jetzt mit dem letzten Angriff für Sampdoria passen. Ansonsten werden wir dieses Spiel gewinnen, bleiben damit auf Platz 2. Izzo nochmal. Ausgeschlagen, die Pille 10 Sekunden noch. Ball ist bei uns, das Ding ist durch. Dann waren es heute schon mal zwei sehr gute Spiele. Gut, das war ein Scheißpass. Mal schauen, ob wir noch das dritte hinkriegen, je nachdem, was in der Transferphase jetzt noch so passiert. Sehr schön, Jungs. Gut gemacht. Freut mich. Bleiben auf Platz 2. Udinese Calcio hat gewonnen. Milan hat gewonnen. Lazio hat das Spiel echt noch gewonnen. Gegen unseren nächsten Gegner. Juve hat gewonnen. Okay. Lyon, 5 bis 6 Wochen. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Das ist ein bisschen doof, aber wir haben ja genug auf der rechten Seite, denke ich, mit Kur und mit Mancuso noch. So. Geno, unser nächster Gegner. Platz 6. Dazwischen noch Transferfenster. Und wow. Deswegen ist Udinese Calcio so gut. 9 Spiele ohne Gegentor. Neuer Serie A-Rekord. Nicht schlecht. Man sollte aber meinen, ne, irgendwie so in der Geschichte der Serie A, die ja so defensiv und als wenige Tore-Liga immer deklariert wird, was sie nicht ist, dass man schon ein Spiel hätte oder eine Serie hätte, wo weniger, mehr sind als 9 Spiele ohne Gegentor. Aber gut. Nicht schlecht auf jeden Fall. Also sehr gut von Udinese Calcio. Nicht schlecht ist was anderes. So, nächster Gegner Genua und am 31. ist das Transferfenster zu. Dann Europa League-Spielermeldung. Celtic, unser erster Gegner dann. Schauen uns natürlich gleich noch an, was in so einer Transferphase passiert ist. Haben wir denn eigentlich noch genug Zeit? Ich bin mir da nämlich nicht sicher. Wir haben Fiamozzi im Team of the Week. Lukas Hinterseher wird uns angeboten, wollen wir aber nicht. Ah, einfach mal schauen. Ach, dann ist ja schon Coppa Italia. Das geht ja alles so schnell jetzt immer. Ah, Coppa Italia gegen Napoli. Da müssten wir ein bisschen schonen gegen Genua eigentlich. Weil Napoli nicht so stark ist, aber die sind auch nicht umsonst im Viertelfinale. Wobei, okay, vielleicht doch. Weil die ja höchstwahrscheinlich nur ein Spiel hatten, genauso wie wir bisher. So. Transfer Deadline Day. Was haben wir denn so? Arsenal möchte jetzt auch Cialdini haben. Wie wäre es mit Nein? Vor allem nicht für 200.000. Aber mir wäre es wirklich langsam mal lieb, wenn die dann ihre Verträge annehmen würden. Ansonsten kriege ich ein bisschen Angst. Weil die ganzen Vereine sind. Oh, sehr schön. Puh, sehr schön. Weil die Vereine haben es bestimmt so locker, dass sie einfach mal die Ausbildungsentschädigung zahlen können, was dann so ungefähr eine Million wäre, denke ich mal. Aber das hier ist gut. Costantini hat auf jeden Fall Potenzial bei uns, langfristig rechter Verteidiger zu sein. Und Bayern möchte weiterhin Chiellini haben. 200.000 auch hier. Und auch er soll bitte seinen Vertrag annehmen. Bei den Jungs, die wir auf unserer Shortlist haben, brauchen wir nichts machen, weil wenn, würde ich gerne Quimento haben. Der ist aber verliehen an Atalanta, also wird es da nichts werden, weil wir ja schon überlegt hatten, wegen, ne? Wegen Laie plus Kaufoption. Embolo wechselt zu Milan für 58 Millionen. Lazar von Palermo zu Paris. Mit seinen 27. Zampano wechselt von Palermo zu Basel. 2 Millionen.
Wärst du mal bei uns geblieben, ne? Naja. Sein Problem. Nicht bei uns. City Arsenal, Cialdini, der ist halt so beliebt gerade, ne? Und der soll jetzt bitte seinen Vertrag unterschreiben. Ich denke mal, in der Rückrunde wird dann Cialdini auch den einen oder anderen Einsatz haben, so wie der anscheinend abgeht. Ayoze Perez geht zu City für knapp 70 Millionen von Atletico. Ayeti zu Liverpool von Kiew. Bernard, der ging von Liverpool zu City. Gianni zu Benfica. Und Cuenca gibt es auch noch. Naja. Das ist so ähnlich. Letztes Jahr war es auch so, ne? Mit Tomolini, glaube ich. Und Fakim wahrscheinlich auch. Ne, Fakim war da, glaube ich, noch nicht dabei. Tomolini war, glaube ich, derjenige, der immer Angebote bekommen hat. Wo es dann auch nicht wirklich schön war. So, Transferphase ist bei uns beendet. Das sind die Top-Transfers. Casemiro ging auch zu Milan. Alter, was hat sich Milan denn alles gegönnt im Winter? 130 Millionen. Und insgesamt 210. Holy shit! Und Calabria haben sie verkauft zu Olympique. Für 8,5 Millionen. Aber holy shit, Töre? Warte, ich hab's gerade Töre gesehen. Ah, für 3,6 zu Olympique Lyon. Da wollten wir auch kurz mal dran schnuppern. Embolo, boah, ey, was für Transfers. Holy shit. Wer ist denn nochmal Trainer? Und Taylor, okay. Jungs, geht weg. Ich will ihn nicht verkaufen. Aber ich versuche das jetzt auch ein bisschen rauszuzögern, ne? Dass wir da bloß nichts falsch machen. Weil wenn wir jetzt vielleicht sagen, nope, komplett nein, dann kommen sie vielleicht auf die Idee, dann die Ausbildungsentschädigung direkt zu zahlen. Putman Jovanovic im Team des Monats und hier brauchen wir Fitness und hier brauchen wir auch Fitness. Oh, Milan wird dann bestimmt schwer mit den Neuen, weil da haben sie sich dann bestimmt schon so eingespielt. So, Europa League Spielermeldung sollte eigentlich auch ohne Probleme sein. Ich sehe da jetzt keinen Grund, Bedenken zu haben. Und dann gucken wir uns mal noch kurz die Transfers aus den anderen Ligen an, sowas wie die Bundesliga dürfte noch sehr interessant sein. Und Cialdini hat seinen Vertrag unterschrieben. Puh, sehr schön, gut. Wir müssen eigentlich nichts machen, ne? Eigentlich sind alle dabei, die dabei sein müssen. Falls wir U19-Spieler nehmen wollen, sind die so oder so spielberechtigt, weil sie U21 sind. Und dann gucken wir uns mal die Bundesliga an. Bundesliga gibt es hier. Bayern ist auch Bundesliga. Auch Christian Streich ist Nationaltrainer. Ich, Bundesliga ist hier. Mensch. Wow, Lukaku pusht. Bei mir im privaten Safe ist Leverkusen von 2023, also 2023 bis 2028 immer Meister geworden. Also die haben schon viel Potenzial. Vor allem hatten sie Bentancur, hieß er, glaube ich. Der war so unfassbar gut. Bentancur. Ja, hier bei Porto. Der wurde so unfassbar stark bei Leverkusen. Ich denke mal, bei uns im Safe wird er auch richtig stark werden. Aber ich möchte ihn mir nicht holen, weil passt nicht wirklich in mein Konzept rein. ZM wäre höchstens, aber da will ich ihn eigentlich nicht. Und wäre wahrscheinlich auch sehr teuer. So, jetzt bin ich in die Bundesliga gegangen, habe mir gar nicht die Transfers angeschaut, ist natürlich auch super. So, Transfers, Transfers. Da sind noch die Sommertransfers, die Wintertransfers sind jetzt die hier. Oszczelek. Okay. HSV hat einen Jugendspieler anscheinend abgegeben. Wendell zu Bayern. Tantes, der wurde uns, glaube ich, auch angeboten. Sonst auch eine höhere Summe oder so. 2,7 ist nicht wirklich so hoch. Oh,
Paco Alcácer zu Dortmund und Olympique hat Ausverkauf. Anscheinend. Warum haben die zweimal hintereinander gegen Paris gespielt? Ah. Sind die denn nicht weitergekommen in der Europa League? Doch, ich würde schon sagen, klar. Weil wir haben ja im Playoff gegen die gespielt. Jetzt haben sie die besten Spiele abgegeben. Ne? Embolo, Alessandrini haben sie sogar auch abgegeben. Modo haben sie abgegeben. Alcacer. Dabur haben sich dafür geholt. Havard Nielsen. Ja, es sind keine schlechten Transfers. Auch Zugänge, aber warum? Das wundert mich ein bisschen. Ich werde mal dann offscreen nach dem Genua-Spiel, wenn wir dann Pause bis zur nächsten Folge haben, mal schauen, welche Jugendspieler noch Verträge brauchen. Und Napoli spielt heute, haben also einen Tag mehr Regeneration als wir. Milan gewinnt gegen Rom, Florenz gewinnt gegen Napoli. Chimento pusht, eine Vorlage, okay, vielleicht nicht ganz pushen. Ja, ist mir klar, dass Bentancur kein Interesse an uns hat, wenn er halt so stark wird. 10 Millionen Marktwert hat er momentan. In meinem privaten Safe war es, glaube ich, so zeitweise 65 Millionen. So, Everton nicht verfügbar und Johansson nicht verfügbar. Debütiert, okay. Meiste Torvorlagen. Naja, kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Alihi wird auf jeden Fall wieder nach links. Wobei, Alihi möchte ich dann doch lieber Napoli überlassen. So, rechts kommt der Mancuso rein. Ich glaube, Capone bringe ich auch mal wieder rein. Und Lapadula auch. Zegovic darf sich ausruhen bis Napoli. Und sonst, ja, haben wir alle noch genug Fitness. Bei Ilic. Ilic darf heute, habe ich irgendwie ein besseres Gefühl. Und Maximovic kommt auch rein. Dann geht's so ins Spiel gegen Genua. Hoffentlich gut. Müssen wir unseren zweiten Platz verteidigen. Genua ist auf Platz 8 hier. 32 Punkte, 10 Punkte weniger als wir. Und startet wieder sehr, sehr defensiv. Das ist leider auch sehr typisch. Und der Rebelo, der debütiert heute, der sieht echt gut aus. Haben sich geholt von Sporting für 2,6 Millionen. Müssen wir aufpassen auf den. Unbeschriebenes Blatt natürlich, also schwer einzuschätzen. Holy shit, wie defensiv das halt ist. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Auf geht's, Jungs. Hinten bitte dicht halten. So, mal schauen, wie es so läuft. Gegen den anderen Genoa Club. Juve führt schon 2 zu 0 nach 6 Minuten gegen Lazio Rom. Und wir haben Freischuss. Capone bringt den Ball gut rein. Izzo! Klingeling 1-0. Sehr nice. Izzo mit seinem ersten Saisontor nach einem Standard. Leider nicht nach einer Ecke, aber sehr schön getreten von Capone. Kommt perfekt und Izzo löst sich da auch sehr gut. Schlecht verteidigt natürlich von Genua. Vor allem hier von dem Kollegen hier, von Terzidis. Frühflug, sehr schön. Vor allem ging es in die defensive Mannschaft. Ist das sehr gut. Scheint uns jetzt ein bisschen gefangen zu haben anscheinend. 3 zu 0 für die Juventus schon. Lazio scheint eine ordentliche Packung zu bekommen. Palermo führt gegen Udinese Calcio. Die haben jetzt. Ja. Die haben jetzt ihre Serie gebrochen. Waren ja 9 Spiele ohne Gegentor. Jetzt haben sie das erste kassiert im 10. Spiel. Muss ja auch ekelhaft sein. Wahrscheinlich verkacken sie jetzt extrem, weil sie dann auf einmal keine Moral mehr haben. Also von mir aus kann man den Spieltag schon längst wieder abpfeifen. Ist mir eigentlich wurscht, was. Oh, Udinese Calcio führt. Ach, Ausgleich war nicht.
Sieht wirklich so gut aus schon wieder, ne? Was wir machen. Wir spielen so stark. 4-0 Juventus gegen Lazio. Boah. Von Milan erwarte ich dann aber auch wirklich schon einiges, jetzt wo sie so viel Geld ausgegeben haben. So, Halbzeit Nummer 1 erfolgreich gewonnen. Halbzeit Nummer 2 bitte auch gewinnen. Oder unentschieden spielen. Einfach weiter so machen. Bisher, ich meine, wir sehen nichts gegen uns. Wir haben eine Szene für uns gesehen, die war drin. Ich kann mich da nicht wirklich beschweren. Capone vielleicht mal. Ja, wenig Platz. Ja, das ist kein Abseits, glaube ich. Nein. Mancuso. Ah, schau. Oh, Brutmann nochmal. Schade. Ja, fällt fast drauf. Der hatte, glaube ich, auch mal so ein richtig starkes Spiel gegen uns. So in der zweiten oder dritten Saison war das. Ja, Freistoß aus ähnlicher Position wie eben. Ball kommt wieder auf Izzo und wieder ins Tor. Das war ja das fast genauso wie eben beim 1-0. Nur dieses Mal ist es das 2-0. Izzo mit dem Doppelpack. Aber wirklich fast genauso. Und war wieder Tacitus. Nein, Tacitus war es nicht. Dieses Mal war es er hier, De Maio. 2-0. Sehr schön, Jungs. Und Rebelo geht raus, Okazaki kommt rein. Debüt misslungen für den jungen Portugiesen. Huch, das war der falsche. Nehmen das gleiche wie bei Rebelo. Und noch eine halbe Stunde. Wir führen 2 zu 0. Arnautovic geht raus, Perotti kommt rein. Perotti auf der rechten Seite reingekommen für Arnautovic, von dem man gar nichts gesehen hat. Kiew ist links. Zu Doppelpack. Aber die richtige Entscheidung anscheinend mit Capone. Und man sagen muss, wir haben jetzt auch seitdem dieses eine Spiel da war, wo hier gegen Rom, wo wir da überhaupt die Bälle nie reingebracht haben, habe ich natürlich gesagt, wenn wir jetzt ein Eckentor machen, oh, mach ihn, mach ihn, oh, schade. Habe ich natürlich auch gleich gesagt, die ganze Zeit Standardsituationen trainieren lassen, die Offensiven. Das haben wir auch noch im Spiel selbst gemacht, in der Folge selbst und vielleicht ist das schon mal ein Zeichen, warum wir jetzt gerade 2 zu 0 führen. Siehst du, ich habe gar nicht gewechselt. Da. Problem. Ja. Hoffentlich nicht so ein großes für das Napoli-Spiel, was wir dann in der nächsten Folge haben. Das wäre sehr schön, wenn wir das dann gewinnen. So, und das müsste jetzt hier vorbei sein. 2 zu 0, sehr souverän. Sehr, sehr schöner Sieg. Habt das sehr gut gemacht, Jungs. Freut mich. Dann haben wir heute super gespielt, ne? Behalten Platz 2. Udinese Calcio hat keinen Sieg geschafft. Milan spielt nicht mehr. Die kommen auch nicht ran. Juve 4 zu 0. Frosinone 3-0 gegen Inter, die ja immer noch keinen neuen Trainer haben, ne? Doch. Nee, ist immer noch Caretaker, also Interimsmanager. Wundert mich eigentlich, ne? Da muss er eigentlich in der Transferphase fix machen, damit der neue Trainer halt schon ein paar Spieler verpflichten kann. Aber gut, Inter möchte wohl nicht weiter nach vorne. Die nächsten Spiele jetzt in der nächsten Folge werden auf jeden Fall sehr schwer. Sassuolo gewinnt noch gegen Carpi. Weil, ja, Juve, ne? Napoli. Und dann haben wir auch schon bald Celtic. Also leicht ist anders. Ach, aber war eine ereignisreiche Folge. Also haben Cialdini und Costantini klar gemacht. Drei Siege. Waren es wirklich drei Siege? Drei Siege. Insgesamt 6-0 Tore. Also heute lief es sehr gut. Gerne mehr. Sehr gerne mehr. Gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge dann. Also Napoli in der Coppa Italia. Bis dahin. Tschö.